Heute ist wieder ein kleiner Karton mit Schallplatten reingekommen. Und da drin sollen sich einfach wirklich obskure Platten befinden, habe ich gehört. Mal sehen. Hallo liebe Musik- und Filmfreunde, herzlich willkommen hier bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute ist wieder ein Päckchen gekommen und zwar genauer gesagt aus Berlin und zwar von HHV. Und wenn ich mich nicht irre, müssten da einige Sachen drinnen sein, die man vielleicht so nicht in jedem Plattenladen findet. Und ich bin ja schon ganz gespannt, wie die Sachen in echt aussehen. Ich habe sie nämlich eigentlich nur in der Bestellliste gesehen. Und jetzt packen wir doch einfach mal aus. Zuerst natürlich noch ein Wort über die Verpackung, wie üblich bei HHV, absolut klassisch. Schaut euch diesen Karton an, selbst wenn die Ecke etwas beschädigt ist, kein Problem, die Platten fangen nämlich erst da drinnen an. Das heißt, also alles sollte unbeschädigt sein, alles gut verpackt, nichts wackelt rum, nichts zu hören. Dann können wir jetzt einfach mal reinschauen. So. Ja, es sind ja gar nicht mal so wenige Platten, wie wir hier sehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie diese Teilchen in echt so alle aussehen. So, dabei ist auch ein Lieferschein. Genau, gut. Ja, und jetzt schauen wir uns die Teile einfach der Reihe nochmal an. Los geht es hier mit Van Halen. The Superdome Tokyo 89. Also eine Live-Scheibe. Mit Sammy Hagar am Mikro, der Willie Ross war zur damaligen Zeit ja nicht mit dabei. Und die Platte gab es hier im Angebot bei HHV und da musste ich natürlich zuschlagen, ich kenne sie noch nicht. Lass mich natürlich gerne überraschen. Sammy Hagar Vocals, Eddie Van Halen, Michael Anthony und Alex Van Halen. Genau, das war die Besetzung von Van Halen damals. Hier sind die Songs drauf, hier ist ja auch Sammy Hagar zu sehen. Wunderbar. Freue ich mich natürlich aufs Anhören. Ja, und dann die Platte. Weswegen ich die Bestellung eigentlich abgeschickt habe. Ich bin ja großer Fan von The Cramps. Hier sammle ich wirklich alle Platten, die ich kriegen kann. Und diese Platte habe ich vorher wirklich noch nie gesehen. Live at Punklepop 1990. Ja, das Cover sieht ja schon mal klasse aus. Frankenstein vorne. Super. Auf der Rückseite ist der Sänger Lux zu sehen. Und hier die Tracklist. Sieht mir alles sehr, sehr interessant aus. Das Ganze ist auch limitiert und nummeriert. Nein, nummeriert nicht. Auf 100 Stück auf jeden Fall limitiert. Eine Nummer ist hier nicht angegeben, wie man sehen kann. Und jetzt stellen wir uns das Teil mal von innen an. Irgendwie hat es nämlich recht exklusiv ausgesehen. Okay, auf jeden Fall eine wertige gefütterte Innenhülle. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Die Platte habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Bin ja mal gespannt, wie der Klang so ist. Und das war noch nicht alles. Hier ist noch etwas versteckt innen. Und zwar ein kleines Poster. Live at Packelpop. Okay. So sieht das Poster aus. Auch eine nette Beigabe. Und wenn der Sound jetzt noch okay ist, dann ist ja alles klar. Ja, und dann das nächste obskure Teilchen von einer Band, die zwar jeder kennt. Aber auch diese Platte habe ich noch nie gesehen vorher. Und zwar, wie unschwer zu erkennen, handelt es sich hier um Blondie, Debbie Harry. Genau, Blondie live in Boston 1978. Hier die Rückseite und hier sind die Songs zu sehen und die Daten zum Konzert. Und wie gesagt, auch diese Platte habe ich vorher noch nicht gesehen. Lasse ich mich natürlich gerne überraschen. Und Limited Edition of only 500 copies in Pink Vinyl, so steht's hier. Passt ja zur Covergestaltung. Dann nochmal ein Teilchen, das ich so noch nicht gesehen habe. ZZ Top Preliminator 1980. Wunderbar, müsste auch ein Live-Konzert sein. Kenne ich so auch nicht. 180 Gramm Vinyl-Edition steht hier. Okay. Die Tracklist sieht recht interessant aus. Natürlich die größten Hits von damals.
Mal sehen. Live Radio Broadcast Capitol Theater in New Jersey. Am 30. Mai 1980. Mal sehen, wie hier der Sound so ist, aber wenn es eine Radioübertragung war, könnte das ja alles in Ordnung sein. Ja, und dann noch eine Blondie-Platte. Parallel Live 1979, auch eine Radioübertragung. Auch diese Platte habe ich vorher so noch nicht gesehen. Und da bin ich ja mal ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Hier steht auch auf der Rückseite die 180 Gramm Edition. Dass hier wirklich so schweres Vinyl ist, weiß ich nicht. Irgendwie kommt es mir etwas leichter vor. Songs auf jeden Fall ganz interessant. Alle Hits von damals. Wunderbar. Und dann noch ein Teilchen, das war hier im Angebot. Elvis Las Vegas Nevada, 26. August 1969. Hier handelt es sich um eine Doppel-LP. Und Elvis-Sachen mag ich ja sehr gerne. Elvis-Platten gibt es ja ohne Ende. Da kommt fast täglich etwas Neues raus. Unglaublich. Aber bei dieser Platte wollte ich einfach mal zuschlagen. Hat sich recht interessant angehört, auch von der Tracklist. Und Elvis live ist ja eigentlich immer ein Erlebnis. Da ist ja kein Konzert wie das andere. Irgendwas ist immer verschieden. Sehr interessant auf jeden Fall. Bin ich ja mal gespannt, wie hier die Aufnahmen so sind. Es gibt ja auch Elvis-Konzerte, die kann man wirklich nicht anhören. Da kann man nur ahnen, dass hier jemand singt, ansonsten nur rauschen. Aber ich hoffe, dass diese Platte zumindest in Ordnung ist. Und ein Clubcover, wie ich hier sehe, hat sie ja auch. Ja, da gibt es wieder viele Überraschungen. Mal sehen, wie der Sound so ist und überhaupt, wie die Platten so sind. Da freue ich mich natürlich schon aufs Anhören, ganz klar. Und ich würde sagen, das war's für heute. Macht's gut und bis bald.